Hallo, 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 liebe Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Days Gone. So, in der letzten Folge, da haben wir jetzt die Nero-Spezialeinheit kennenlernen dürfen. Und diese lustige Spezialeinheit, die wird offenbar angeführt von dem O'Brien, dem Typen, dem wir da unsere Freundin in die Hand gedrückt haben, als sie schwer verwundet war und die sie eigentlich, er sollte sie... Oh, nicht schon wieder. Nein, ich will keine befreiende Wahrheit, danke. Helikopter wurden am Himmel gesichtet. Ihr habt sie gesehen, gehört, gedacht, ihr verliert den Verstand. Tut ihr nicht. Sie sind real. Und sie sind der Beweis, dass ich recht hatte. Wir dachten, Nero wäre wie der ganze Rest verreckt. Von der eigenen Dummheit ausgerottet. Aber nein, wie ich sage. Sie haben die ganze Zeit einfach abgewartet, bis sie aus ihren Löchern kriechen können und die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht, solange ich wache. Und rennt bloß nicht zu ihnen, weil ihr denkt, dass sie euch den Arsch retten. Jeder Mann in Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Diese Männer werden euch sofort abknallen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Oh, Cop, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Ja. Was zum... Oh, Scheiße. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Genau, so. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal zum Friedhof zurück, weil ich... Geht doch. Okay, da gehe ich mal lang. Weil ich das nämlich nicht auf mir sitzen lassen wollte, dass wir nämlich hier immer noch nicht diesen Friedhof komplett mit den Nestern gesäubert haben. Ah, hallo! Oh Gott, ich habe keine Waffe. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr, sehr schlecht. Okay, Moment. So, genau. Ich wollte eigentlich nochmal erzählen, so, ich sehe, da oben müssen wir hin. Gut, dann versuchen wir uns mal an die anzuschleichen. Das sind ja Gott sei Dank nur 2 von denen. So. Das klappt irgendwie nicht so gut, wenn ich hier festhänge. So. Genau, also. Wir haben die Nero-Spezialeinheit belauscht und da wurde erzählt, dass da dieser O'Brien auch wieder so ein ganz großes Tier ist und so weiter und so fort. Was mich natürlich wundert, denn der wirkte damals wie so ein kleines Schäfchen. Also der wirkte überhaupt nicht wichtig. Und die Frage ist natürlich, wenn O'Brien noch lebt, lebt dann... Okay, ihr habt mich gesehen. Gut, 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 gut. Ich habe natürlich keinen Schuss. Vorsicht! Und wir weichen aus. Okay, ich habe... Problem ist, ich habe aktuell überhaupt gar keine Nahkampfwaffe, leider. Oh Gott, und es kommen noch mehr. Das war eine dumme Idee. Moment. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Molotow-Cocktail werfen? Oh, Vorsicht! Vorsicht! Moment, Moment! Hey, 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 hey! Du rückst mir ein bisschen zu nah auf die Pelle. Ein ganz kleines bisschen. So. Yes! Brennt! Brennt! Okay, und du bekommst jetzt hier noch eins auf den Deckel. Wo bist du? Was machst du da unten? Komm hier hoch und kämpfe wie ein Freaker-Mann. Ah, kämpfe doch nicht wie ein Freaker-Mann. Kämpfe bitte wie was anderes. Jetzt stirb. Dankeschön. Okay. So, sehr schön. Ja, Beute. Tolle Beute. Okay, genau. Und wie gesagt, O'Brien. Und vielleicht lässt das ja noch die Vermutung offen, dass unsere Freundin auch noch lebt, wenn der Typ lebt, wo wir dachten, der wäre tot. Tja, ja, ja, liebe Leute. Tja, ja, ja. So, ich glaube mal, das war diese Ereignisquest hier, ne? Genau, das war diese Ereignisquest, glaube ich. Ich weiß, wir müssen gerade noch was anderes tun, aber wie gesagt, ich will jetzt erst einmal hier wirklich dieses Gebiet jetzt komplett räumen. Deswegen markiere ich das mal vielleicht... Nee, leider. Aber ich könnte mir vorstellen, wo noch eventuell ein Nest ist, denn da habe ich nämlich noch gar nicht gesucht. Vielleicht haben wir hier irgendwo auch noch... Warte mal, ist das nicht sogar was für mich? Ja, eine Machete. Yes, baby. So,
Okeli dokeli. Ja, meine Lieben, ich habe auch ein bisschen euren Input gelesen. Es tut mir leid, dass ich erst so spät dazu kam, aber ich war mega im Spiel drin und wollte einfach nur lesen und wollte einfach nur spielen, denn das Spiel hat wirklich so ein süchtig machendes Potenzial irgendwie bei mir, weil es macht mir unglaublich viel Spaß. Und gerade diese etwas, das ist ja das, was zum Beispiel viele bemängeln, irgendwie diese sehr offene und leere Welt gefühlt. Aber ich finde das irgendwie ganz cool, wenn man sich hier nämlich auch, finde ich, extrem verloren dann irgendwie fühlt in so einer offenen, extrem großen Welt, die auch ein bisschen leerer erscheint. Und ich finde, das passt super gut zum Setting des Spiels. Deswegen muss ich sagen, ich finde Days Gone bisher auf jeden Fall super, super cool. Und das macht mega viel Bock. Vor allem jetzt so ein bisschen mit der Story, mit den Nero. Ah, hier könnte tatsächlich auch eine Herde leben, aber... So, ah, guck mal. Ah, sieh mal einer an. Das sieht doch unfassbar richtig aus. Yes. Ah, sehr gut. Okay, warte mal. Dann müssen wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Molly herstellen. Davon haben wir Gott sei Dank immer genug. Okay. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ja, guck mal. Und wir gehen mal in Deckung. Ja, sehr gut. Verdammt. Okay, Nest zerstört. Sehr gut. Perfekt, liebe Leute. Pionierfriedhof, infiziertes Gebiet, zu 95% abgeschlossen. Cool. Ich weiß zwar nicht, warum nur zu 95%, aber... Das ist okay. Und zu 15% sind wir ein Infizierungsbeseitiger. Okay. Mittlerweile habe ich das auch ein bisschen... Verdammte Freaks. Durchfahrt müsste jetzt sicherer sein. Okay, sehr gut. So, und wie man sehen kann, die Taktik ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das sollte ich vielleicht öfter machen jetzt, wenn ich infizierte Gebiete ausräuchern gehe. Dass ich mich dann einfach verstecke und die weiterlaufen lasse. Weil ganz ehrlich, die interessieren sich sowieso nicht gerade für mich. Die laufen hier lang und machen ihr Ding, aber... Gut, ich bin jetzt ein bisschen blöd an dieser Stelle. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es dann so ist... Also jetzt ist es halt ein infiziertes Gebiet weniger. Ich weiß halt nur nicht, ob es dann so ist, dass es zum Beispiel dann heißt, okay, du hast jetzt... Das Gebiet ist nicht mehr infiziert, deswegen tauchen da jetzt nicht mehr so übermäßig viele auf. Sondern nur noch immer mal wieder so ein paar. Dich kann ich brauchen. Ich gehe mal hier rein und guck mich mal um. Ah, sieh mal einer an. Überlebenshinweise. Rückstände aus Nestern sind eine Herstellungszutat. Kombiniere sie mit einem Bolzen. Okay, und schalte Gegner schneller aus. Ach, cool. Mega nice. So, die Rasenmähermachete, die ist genauso gut wie die Axt, die ich gerade... Ach, krass. Dann hätte ich viel öfter mal vielleicht in die kaputtgemachten Gegenden gehen sollen. So, ich gehe jetzt aber erstmal wieder. Sehr schön. Das hat doch wunderbar geklappt, meine Lieben. Das war doch wirklich sowas von genial. Ich gucke hier nochmal. Okay, die Tante kann ich noch down machen. Sehr gut. Sehr schön. Ah, so, jetzt können wir weiter uns der Hauptstory widmen, würde ich sagen. Das haben wir jetzt nämlich sträflich vernachlässigt. Aber ich denke, es ist okay. Wie gesagt, ich habe hier in diesem Spiel auch total den Drang, erstmal 500 Millionen Nebenquests zu machen, bevor ich mich der Hauptquest widme. Deswegen hoffe ich, ist das für euch auch in Ordnung, wenn ich mal zwischendurch immer mal wieder herumgucke und schaue, was ich noch so finde. So, perfekt. Wir wollten ja auch noch zum Camp Copeland, weil wir uns jetzt mal da ein bisschen informieren wollten. Da hinten könnten wir sogar noch wild abschießen, wenn wir wollten. Aber, ja, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so notwendig. Ich meine, könnte ich machen, aber ich weiß ja sowieso noch nicht, wofür ich es brauche. Ich wette, man braucht es irgendwie im Camp als Währung oder so. Aber die armen Tierchen, die tun mir ja leid. Die haben ja niemandem etwas getan. Okay, das war jetzt nicht so der beste Drift, muss ich zugeben. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, geht's los. Mega schön. Also, ah, schön einfach nur. Vor allem jetzt haben wir das Gebiet gelöscht und geklärt, beziehungsweise, nicht gelöscht, sondern geklärt.
Na, Wölfchen? Ah, oh, wie du mich einfach nochmal... Hier, bam. Ja, Vorsicht, nicht meine Maschine treffen. Irgendwo, gerade vor mir war, glaube ich, schon wieder ein Ereignis. Ich habe es nur ganz kurz aufblitzen sehen, alles während ich mir den Wolf... Alles klar. So, Wolfsfleisch nehmen wir mit. Vor mir war irgendwas. Hier war doch gerade was. Da vorne sind auf jeden Fall ein paar Freaker. Aber hier wurde mir doch gerade eben irgendein Ereignis angezeigt. Okay. Ich guck mal gerade. Ich fahre jetzt diesen Weg herunter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich würde jetzt gern, ja, über diesen Weg... Weil ich würde mich hier gern eigentlich noch ein bisschen umgucken. Ich würde gern... Ich lasse das mal ganz kurz hier. Ich würde mich gern... Ich würde gern hier noch ein bisschen die Karte aufdecken. Weil ich würde nämlich gern auch mal gucken, wo die Grenze dann ist. Wo wir... Bis wohin wir quasi fahren können. Ach, sieh mal einer an. Guck mal einer an. Hier ist auch noch eine komplette... Ich weiß gar nicht, irgendeine Station. Oha, so ein Kraftwerk. Holla die Waldfee. Okay, cool. Da müssen wir ja mal gucken. Eieieiei. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal hier das angucken, dieses Kraftwerk. Aber es scheint niemand da zu sein. Ist ja auch immer wieder so ein bisschen auffällig, ne? Wenn überhaupt gar nichts passiert, niemand ist da. Vielleicht wird das später erst relevant. Ich meine, wir wissen es noch nicht. Okay, also hier sind auf jeden Fall Warndinge. Ah, guck mal, eine Attraktorbombe und eine Rohrbombe. Nice. Okay, Repetitiergewehr. Ja, das können wir einfach mal mitnehmen. Dann tauschen wir das jetzt einfach erstmal um. Und den Vorschlaghammer. Gefundene Nahkampfwaffen können leicht zerbrechen. Ja. Nee, ich bleib mal bei meinem Beil. Das ist, länger haltbar. Ach, sehr geil. Oh, ein Medikit. Nehme ich auch sehr, sehr gerne mit. Und nochmal eine Splittergranate und eine Blendgranate. Ach, ist das cool. Ich muss ja sagen, ich finde das geil. Was mich so ein bisschen ankickst, ist, dass wir da hinten den Typen nicht befreien konnten. Da kann man offenbar... auch noch hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir schwimmen können. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie getestet, ob wir schwimmen können. Oha. Da hätte ich mega krass... Oha, da hätte ich mega krass reinlaufen können gerade. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob die aktiviert war, aber... Schade, dass ich mein Bike nicht zu mir rufen kann, ne? Schade, dass es nicht ist wie so ein Pferd, wo du dann sagst, los, hoppedihü, komm zu mir. Vor allem werde ich mein Pferd auf jeden Fall Hoppe die Hü nennen. Hoppe die Hü. Vielleicht kriegen wir später noch Pferde. Das wäre mega geil. So, ich habe immer noch diese Annäherungsmine am Start. Oder? Hatte ich die nicht gerade? Nee. Irgendwie gerade hatte ich sie meiner Meinung nach noch in der Hand. So, ich gucke mich hier nochmal um, weil das sah auch so auffällig aus. Ah, was zum Gucken. Caldera Stausee. Bomben auf den Fluss. Das muss man, das können wir uns bestimmt nochmal angucken. So, okay, dann heile ich mich jetzt erstmal eben. Genau, weil ihr hattet ja auch geschrieben, und auch richtig geschrieben, dass ich ja auch eine Heilung auf der Schnellwahltaste habe, da unten, wenn ihr das seht. Die Schnellwahltaste, jetzt bin ich mal gespannt, die nach links geht. Und das Ding ist aber... Ah, okay, zurück zur Küste. Offenbar können wir nicht schwimmen. Okay, dann weiß ich zwar noch nicht, wie wir da, ob wir da jemals hinkommen, aber dann scheint es auch nicht relevant zu sein. Nee, genau. Aber dieses Schnellwahl heilen, das ist, dass ich da ein großes Medikit einsetze. Und das große Medikit, das können wir halt leider Gottes nicht herstellen. Das bedeutet wiederum, dass wir das nur durch Finden bekommen, wie eben gerade. Und das ist halt ein bisschen unpraktisch dann, um ehrlich zu sein. Na, guck mal, ein bisschen Benzin. Ach, das ist gut. Nicht da. Das ist dann halt einfach ein bisschen unpraktisch, weil, ja, ich will das halt dann auch nicht verschwenden, weil das heilt ja wirklich komplett meine Gesundheit. Ich bin der Meinung, ich höre was. Vielleicht aber auch nicht.
Das ist so ganz komisch, wenn die Musik auf einmal so anschwillt und so anders wird. Und du weißt gar nicht, wieso. Vielleicht, weil eine Horde oder eine Herde in der Nähe ist. Unsere erste Herde werden wir auch früher oder später hoffentlich dann irgendwann mal down machen. Beim letzten Mal hatte ich mich nicht getraut, weil es einfach noch... Klar, ich hätte ganz viel schießen können und die in Brand stecken können und so weiter. Das habe ich alles gesehen. Ach, guck mal, hier geht es erst gar nicht weiter. Okay, verstehe. Ich laufe mal erstmal noch ein bisschen hier rum. Schau mal, was ich sonst so finden kann zu Fuß. Und dann können wir notfalls immer noch auf unser Bike steigen. So, wie man sehen kann, wurde... Oh, hinter mir. Hinter mir auf einmal ist ein Event aufgeploppt. Aber wo? Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Auf einmal ploppt so ein Event auf und du hast gar keinen Plan, wo jetzt eigentlich. Komisch. Okay, keine Ahnung, das könnte überall gewesen sein. Das ist halt immer auch recht schnell, ne? Also es ploppt auf, dann entweder du bist in der Nähe gefühlt oder du bist nicht in der Nähe. Okay, ich gucke trotzdem nochmal hier oben. Weil ich möchte nämlich den Rand der Karte einfach auch mal sehen. So, scheint, als hätten sie hier die Brücke gesprengt. So, Caldera Hydro Project. Oregon General Electric. Ja, es ist ein Kraftwerk. Ach, sieht irgendwie cool aus. Okay, es scheint bald wieder zu regnen. War schon so ein erster Vorbote gerade. Aber irgendwie ist es cool. Ich würde am liebsten jetzt... Okay, wir können das schieben. Ich weiß nicht... Ah nee, wir können es nicht schieben. Okay, ich dachte gerade so, warum sollten wir es runterschieben in den Abgrund? Hier können wir jetzt übrigens Schrott einsammeln. Habe ich jetzt auch gelernt. Es tut mir leid, dass ich immer Schrot gesagt habe. Ich war total bei Schrot, Munition und so weiter. Deswegen habe ich ganz oft Schrot gesagt. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir fahren mit dem Bike jetzt hier rüber. Wir können uns hier noch mehr... Ich würde halt einfach gerne herausfinden, wo das Ende der Fahnenstange ist quasi. Wie weit ich gehen darf. Aber jetzt fängt es halt an zu regnen. Das heißt, die Freaker kommen auch gleich wieder raus. Nicht ganz so praktisch. Nun gut, dann hole ich mir jetzt mein Bike. Und dann schauen wir einfach mal, was uns noch erwarten wird. Ich meine, ich finde es cool, dass die Spielwelt auch so ein bisschen halt auf mein Zutun reagiert. Zum Beispiel dann halt, dass Freaker nicht mehr in ganz so hoher Zahl dann hier herumlaufen. Oder dass ich zum... Nein, habe ich mir das jetzt verbuggt? Ah nein, Gott sei Dank. Oh, ich dachte gerade schon, ich hätte es mir endgültig verbuggt. Nee, aber auch zum Beispiel, dass halt, ja, dass wir diese Rowdies quasi von den Straßen holen können, dass die Geiseln erschossen werden. Oh. Das sieht spannend aus. Oh Gott, Leute, das sieht ziemlich spannend aus. Was ist das? Kann ich da irgendwie hoch? Nee, leider nicht. Aber das sieht... Oh nein, ich habe meinen... Nein! Komm zurück zu mir! Komm schon! Ja, sehr gut. Nein! Nein, nein, komm zurück! Komm schon! Nein! Ich habe mein Benzin ins Wasser verbuggt! Nein! Ernsthaft? Nur weil irgendwas spannend aussah, liebe Kathi. So, warte mal. Hier komme ich leider offenbar nicht durch. Schade. Vielleicht muss ich das Ding erst irgendwie anschmeißen, aber okay. Super toll. Der Weg war echt nicht mehr weit zurück zu meinem Bike. Und was mache ich? Ich versenke das Benzin im Wasser. Aber offenbar kann Deacon wirklich nicht schwimmen. Was ich ein bisschen doof finde. Oh, das ist so cool, wenn man so das nahende Gewitter quasi hört. So, Gott sei Dank, meinem Bike geht's gut. Wir waren ja hier schon einmal und hatten da oben diesen Dings ausgelöscht, diesen Sniper. So. Da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, weil da hinten ist dann die Brücke. Deswegen biege ich mal ganz kurz hier ein und möchte... Sorry, wenn ich jetzt gerade der Hauptmission nicht folge, aber ich möchte mir das einfach mal angucken. Vielleicht gibt es ja hier auch noch irgendwie ein spezielles Camp oder irgendwie was.
ich ein bisschen schade finde, dass ich nur 10 Schrottteile irgendwie insgesamt dabei haben darf. Mehr geht leider nicht. Ah, 60%, das wird schon irgendwie. Wir werden bestimmt nochmal was finden, hoffentlich. Jetzt fängt es auch an zu regnen langsam. Na, guck mal. Einsame verlassene Hütte. Oder jedenfalls, was davon übrig ist. So, ich sollte die auf jeden Fall alle mitnehmen, weil wenn ich das schon geskillt habe, sollte ich den ganzen Kram auch mitnehmen. Hier könnte ich zum Beispiel Nein, okay, ich kann nicht hier schlafen. Das ist nur für andere gedacht, dass man hier schläft. Aber nicht für einen selbst. Oh, ich liebe diese Stimmung. Ich liebe dieses, dass ich das Gefühl habe, ich wäre komplett allein auf der Welt und müsste mich so Rambo-mäßig durchschlagen. Okay, wir fahren weiter. Hier zum Beispiel gebe ich halt überhaupt gar kein Gas, weil hier lasse ich mich quasi direkt runterrollen, damit ich ein bisschen Benzin spare, hoffentlich. Ich mache wahrscheinlich voll den Hack-Mack und hier hinten ist wahrscheinlich dann einfach auch gar nichts. Aber... Ja, ein Camp voller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Aha. Seht mal, seht mal, seht mal. Da haben wir tatsächlich ein Hinterhalt-Camp entdeckt. Nice. Horse Creek Hinterhalt-Camp. Okay. Mache das Hinterhalt-Camp auswendig. Okay. Wir erhalten ein Herstellungsrezept. Okay, okay, cool. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal. Wenn jetzt einige bestimmt denken, aber die Hauptquest. Und ich denke mir so, ja, ich weiß, aber es gibt hier noch so viel zu sehen, Mensch. Wir machen das Hinterhaltcamp. Das ist geil. Wir haben jetzt auch, ich habe halt wirklich festgestellt, während ich gespielt habe, dürfte nicht zu laut sein, denke ich mal. Wir müssen uns nämlich auch anschleichen. Warte mal. Ist hier vielleicht noch irgendwie was? Ich meine, ich habe die Dinger schon mal umgekickt. Immer so mit diesem, nein, ich hasse dich. Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Okay, da lang. Alles klar. Nee, aber auf jeden Fall, ich hatte ja auch festgestellt, ich denke, das hattet ihr auch gemerkt, dass so, Vorsicht rollen lassen, dass so, oh, warte. Oh, sieht aus wie eine Freakerhöhle. Ja. Oh oh. Ja, wir haben ja gehört, auch durch die letzte Folge, durch die Nero-Folge, Spitzhacke gäbe es hier, aber die brauche ich gerade nicht, dass die sich halt auch gerne in diesen Höhlen aufhalten. Aber sonst gibt es jetzt hier nichts außer die Spitzhacke. Oh, really? Mann, ey, ihr vergrabt doch sonst immer alles, ihr dummen Viecher. Warum vergrabt ihr denn nicht mal was Nützliches? So, genau. Auf jeden Fall, was ich jetzt endlich mal sagen wollte, wir haben ja auch festgestellt, dass so meine Waffen an sich einfach gar nicht wirklich, wirklich helfen. Also so meine Pistole und alle Waffen, die ich bisher benutzt habe, die sind nicht so effektiv, muss man sagen. So, warte. Hier lang. Ja, komm. So. Langsam nähern wir uns. Ich muss aber wieder Gas geben. Ach, das ist so cool. Das ist irgendwie... Oh. Okay, sorry, mein Bild blieb gerade stehen. Suche nach Benzin. Ja, ja, ich weiß. Ach, guck mal. Das war damals hier die Strecke, wo wir Leon nachgefahren sind. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war ganz zu Anfang hier die Strecke. So, da komme ich nicht weiter. Na gut, wir haben ja sowieso den... Der Weg ist ja sowieso vorgegeben. Ich nehme mal an, ich muss hier lang, ja. Na gut. Oh, oh, oh. Das wird sehr, sehr spannend werden. Okay, ich lasse mein Bike jetzt hier zurück. Ich schnell speichere auch nochmal beim Bike. Kann ich? Ja, schnell speichern. Okay, falls wir sterben. Falls wir sterben. Okay, wir sind bereit. So, you have been warned. You're dead. Okay, das werden wir dann sehen. Licht aus. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen.
Kriegen wir hin. So, da oben läuft immer der Erste. Ich weiß noch nicht, wie viel es sind, aber wir bekommen das hin. Ich meine, wir schleichen uns jetzt einfach... Können wir uns von hinten irgendwie ranschleichen? Ich nehme an, dass... Ah, da oben sitzt auch ein Sniper. Oh, shit. Okay, das wird lustig werden. Aber werden wir hinkriegen. Oh, geil. Vor allem jetzt mit der richtigen Stimmung. Das ist mega cool. Das ist mega, mega geil. Ah, da. Okay, den müssen wir zuerst machen. So. Erledigen wir erstmal den Sniper. Nice. Madame ist down. Einer weniger. Na dann los. Okay. 14 sind's. Okay. Die sollten wir hinbekommen. Oh Gott, das ist so geil. Diese Endzeitstimmung dazu, es ist so wahnsinnig cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es einfach gerade nur wahnsinnig, wahnsinnig geil. So mit diesem Regen, der auf uns hier niederprasselt. Und dort läuft unser Feind. Keine Freaker in der Nähe, sondern nur die Menschen, die ausrasten, die anderen Leute killen, hinterhältig sind. Sehr gut. Okay. Du bist down. Okay. So, Feuerrate ist gut, Durchschlagskraft ein bisschen weniger Schaden. Dann behalte ich erstmal das, was ich habe. So, wie gesagt, Schrott können wir leider. Wir haben sogar jetzt noch Rohrbomben. Wir könnten uns jetzt mal angucken. Hier haben wir auch ein Snipergewehr. Waffendurchschlagskraft. Einige Waffen sind so wirkungsvoll, dass sie mit einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Wenn du dich richtig aufstellst, kannst du mit Präzisionsgewehren oder anderen wirkungsvollen Waffen durch eine Reihe von Gegnern schießen und maximalen Schaden erzielen. Das Problem ist, wir lassen dadurch unsere Armbrust hier liegen. Ich weiß halt nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß halt nicht. Ich würde die halt super gerne mal abspeichern, meine ganzen Waffen. Und die am liebsten so irgendwie in den Safe tragen, aber das geht ja irgendwie leider nicht. Okay, hier kommen wir jetzt nicht hoch, oder was? Doch, hier. Was? Mein... Oh, shit. Oh, mein Gott! Das war gerade knapp, knappster... Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Knapp, knapper, am knappesten. Oh, Gott, ey. So. Jetzt hat es leider aufgehört zu ringen. Vorsicht, der Typ. Was geht's? Komm ruhig her, gar kein Problem. Drei von euch habe ich schon erledigt. Zeit, dass Nummer 4 kommt. Und da hinten läuft doch schon Nummer 5. Mensch, ihr seid aber schnell. So, Vorsicht. Ich muss jetzt genau überlegen, wie ich vorgehe. So. Der geht nämlich immer hoch. Das finde ich immer ein bisschen sehr riskant. Deacon geht nämlich jedes Mal hoch. Oh shit, der würde mich sehen. Deacon geht jedes Mal hoch, wenn er Leute markiert. Hey Mann, hallo. Ich will noch nicht gehen. Ich find's auch geil, dass man diesen Herzschlag hört. Oh, da oben ist noch einer. Ihr fallt ihm gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das? Sehr schön, neue Fertigkeit ist verfügbar. Sehr gut, okay. Puh. Nice, nice, nice. Okay, 10 sind's noch. 1, 2, 3, 4 sehe ich gerade noch.
Okay. Konzentration. Wir machen das hier ganz geschickt. Gott sei Dank. Da muss ich halt aber auch leider, glaube ich, das Spiel ein bisschen kritisieren, um ehrlich zu sein. Die Gegner sind sehr, sehr dumm. Also die menschliche KI ist unfassbar dämlich. Wenn man so überlegt, dass man hier gerade die Leute killt und die wundern sich überhaupt gar nicht erst, dass einige Leute fehlen, die die eben noch gesehen haben. Ich weiß, da oben ist jemand. No risk, no fun. Ja, das finde ich schon so ein bisschen schade. Also, die reagieren halt überhaupt nicht. Ich meine, da hatte Tomb Raider das ein bisschen besser gemacht. Dass die Gegner wenigstens so, oh, warte, da ist einer down und so weiter. Das passiert hier halt wirklich gar nicht. Dass die aufeinander irgendwie reagieren und sagen, oh, guck mal, da ist jemand down. Vorsicht. Vor allem, sie sagen halt auch so, ich glaube, ich habe da jemanden gesehen, aber im Endeffekt ist es denen egal. Ich meine, dass jetzt hier der Typ fehlt, weißt du, denken sich einfach nichts dabei und denken sich so, okay. Das ist so, okay, dann fehlt halt mal jemand, ne? Es ist so irgendwie auf diese Art. Aber... Vorsicht. So, der müsste jetzt nur noch entweder weiter nach vorne gehen oder zurückgehen. Eins von beiden. Was war das? Gar nichts. Alles gut. Okay. So, der Dude hier oben. Hey, du! Was gesehen? Nein, hier ist komm was. Schon, los, los, oh los! Gott. Shit. Okay, jetzt haben die mich aber auf jeden Fall gesehen. Oh Gott, übertreibt man nicht so. Was zum Henker machst du da? Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Ja, warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend? Well. Okay. Egal, alles gut. Hallo. Habe ich gar. Doch, ich habe eine andere Waffe. Okay, jetzt habe ich sie halt alle. Okay, so ein bisschen Stellungskampf, gar kein Problem. Und noch einer. Sehr gut, einer weniger. Ich glaube, die können mich hier gerade nicht so gut treffen. Na komm. Nice. Ah, ich glaube, ich bin hier mega im Vorteil gerade, hinter dieser Wand. Nice. Nice, Headshot. Okay, wo sind die nächsten? Da hinten ist noch einer. Da hinten rennt noch einer. Okay, ich warte mal, bis der zu mir gerannt kommt. Wir sind gerade mega im Vorteil, Leute. Wir sind gerade mega im Vorteil. Okay, geil, 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 geil. Sie haben mich verloren. Oh, geil. Sind die dumm. Sind die dumm. Oh, ist das geil. Es sind noch vier Leute. Dürfen wir jetzt nicht uns irgendwie verhaspeln. Es war jetzt leider ein bisschen schade. Wir hätten das komplette Camp ruhig clearen können. Aber es ist okay. Ich meine, wir haben keinen Schuss kassiert. Alles ist gut. So, der versteckt sich da die ganze Zeit. Warum auch immer. Aber die sehen mich trotzdem nicht. Also, alles safe. Du! Deckung suchen! Ich seh dich in deinem Versteck. Nice. It's down. Die haben ihn erwischt. Auch down. Zwei noch. Und die zwei sehe ich noch. Ich weiß nicht, was sie da treibt. Er hat getroffen. Ja.
Ich weiß nicht, was sie da unten treibt. Noch einer. Yes. The one and only. Und er stirbt gleich an der Granate noch. Yes. Ich glaube, das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Nice. So. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Perfekt, Leute, das war richtig gut. Also wir haben einen kleinen Hiebser abbekommen, aber ganz ehrlich, das lässt sich super easy und schnell wieder bereinigen. Oh, nicht schon wieder. Die Wahrheit wird euch befreien. Ach, Leute. Es ist wieder der wilde Westen und manche tun so, als seien Gesetze und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß, sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Mhm. Wir haben das Recht, Land zu beanspruchen, es zu halten und zu verteidigen. Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Hero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten überleben. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Hier ist Mr. Volldeppo. Großer Gott, Cobb, Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit. Wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, dass Gewalt das Einzige ist, was zählt. Gewalt und jede Menge Munition. Ah, Besitz und Eigentum, ja. Das sind tatsächlich auch Sammelobjekte, die man hier erringen kann, wenn man dem da beim Quatschen zuhört. Ja, wie gesagt, also kann man machen, muss man nicht, aber kann man ja machen. Ich meine, hey, stört uns ja nicht. So, unsere ganzen Sachen sind komplett voll. Dann, warte mal, werde ich mal so ein bisschen... obwohl es lohnt sich nicht, was herzustellen. Warte mal, wir können jetzt sogar... Nee, Rohrbomben können wir leider nicht herstellen. Das müssen wir alles finden. Molotow ist alles gut. Annäherungsmine haben wir jetzt eine eingesteckt. Das ist nice. Wir haben... Oh Gott, wir haben so viel. Noch eine Blendgranate. Wir haben echt viel Stuff gefunden, was ich richtig geil finde. So, dann würde ich jetzt aber mal sagen... Hier scheint es ja sonst nichts mehr zu geben. Wir gehen hinunter. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen für mein Bike. Das natürlich auch noch gerne. Eine Bierflasche ist immer wichtig. So. Jetzt können wir hinuntergehen und dann haben wir hier nämlich auch unseren Schnellreisepunkt. Dann haben wir das nämlich, glaube ich, komplett geklärt. So. Ich finde das immer so geil, dass er es mit seinem kleinen süßen Messerchen aufmacht. Aber hey, okay, alles flauschig. So, das ist jetzt mein Camp. Yes. Warum? Also, weiß ich nicht, wenn da draußen so diese Freaker wären und so eine Apokalypse. Ganz ehrlich, ich würde mich die ganze Zeit nur im Bunker vergraben gehen. Also, ich würde vielleicht mal zum Essen oder so jagen gehen. Also, als ob ich jagen könnte. Aber, ne, in der Theorie würde ich eventuell dann jagen gehen. Aber ich würde ansonsten, würde ich auch die ganze Zeit nur in diesem Bunker hier abhängen. So. Wir müssen das jetzt erstmal für uns beanspruchen. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. Nice. So, Horse Creek Hinterhalt Camp. 20%. Ich denke mal, es gibt dann noch einige weitere Hinterhalt Camps hier in der Nähe. Und Copeland Camp, jawohl, sind wir bei 5050 auf der zweiten Vertrauensstufe. Hinterhalt Camp Jäger. Entlang aller wichtigen Reiserouten wurden Plünderer Hinterhalt Camps errichtet. Ich muss sie ausradieren, sonst werde ich immer wieder auf Scharfschützen, Wäscheleien fallen oder Schlimmeres stoßen. 14%. Herstellungsrezept freigeschaltet. Nice. Und zwar ein Ausdauercocktail. Uhu. Was ist das? Wie baue ich ein? Ach, ja. Geil. Das wird nützlich sein. Sexy. So. Was ich ja immer noch ein bisschen blöd finde, warte mal. Kann ich das zum Beispiel, wenn wir das hier... Kann ich das irgendwie ablegen hier? Für diese Waffe kann keine Munition gekauft werden. Ja, aber kann ich das denn theoretisch... Ich würde es halt gerne ablegen, weil, ja, ich finde es halt ein bisschen blöd. Wir finden so viele Waffen und können die nicht in unseren Safe einlagern. Das finde ich ein bisschen merkwürdig gemacht einfach. Keine gelagerten Waffen. Ja, ich würde ja meine gerne lagern, aber es geht halt absolut nicht. So, hier können wir auch noch schlafen. Okalidokali, okay. So, das ist nun also unser Camp. Ich will mal ganz kurz gucken noch.
Leider, also da unten ist noch die Nero-Forschungsanlage, aber hier scheint es dann jetzt auch vorbei zu sein, denke ich mal. So, dass ich weiß nicht, ob das hier noch weiter aufgehen kann, sage ich mal, diese Karte, dieser Kartenteil hier. Aber ich denke, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, das war es dann nämlich erstmal. Okay, Nero-Forschungsanlage ist hier aber auch noch irgendwie. Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir hier noch direkt neben uns eine Forschungsanlage haben, aber umso besser. Vielleicht haben wir das gerade eben durch die Karte noch erfahren. So, ich gehe mein Bike auftanken. Und dann würde ich sagen, es wird ja sowieso jetzt langsam, aber sicher hell, oder? Ja, ich glaube, der Morgen, der naht. Deswegen, wir vergeben auch gleich nochmal einen Fähigkeitspunkt. So, und dann versuchen wir die Forschungsanlage da auch noch wieder in Gang zu bringen. Ja, das sieht man hier, ne? You have been warned. Da sieht man nochmal die Leute. Ih, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus im Gesicht. Ew, was haben sie denn mit dem gemacht? Ih. Sieht so ein bisschen aus wie der Cordyceps-Pilz, um ehrlich zu sein. Das sah gerade ein bisschen ekelhaft aus. Okay, so, jetzt erstmal Bike auffüllen. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr gutes Timing. Da hat es sich endlich mal gelohnt. Das war's. Und ich höre, glaube ich, Freaker. So. Hier komme ich auf gar keinen Fall lang, oder was? Was ist, wenn ich hier lang fahre? Komme ich dann nicht zur Nero-Station? Nee, offenbar nicht. Okay. Warte mal, ich steige nochmal ganz kurz ab, nehme mir das hier mit, dann skill ich und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Auch wenn jetzt... Ah, guck mal. Das können wir sogar gar nicht mehr mitnehmen. Okay, das heißt dann, wir müssen wirklich herausfinden. Also ich denke, wie gesagt, das hat bestimmt auch was mit diesen Aufgaben für das Camp zu tun. Da haben wir gesehen, es gibt Kochen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Bisschen zurück, bitte. So, jetzt warte mal. Lass mich erstmal schnell speichern. Sehr gut. Okay. Gut, Moment. Ich wollte jetzt noch Fähigkeiten mir schnell angucken. Wo waren die denn da? Fertigkeiten. Wir sind Fertigkeitsstufe 5, haben 2 Punkte noch. Also, ich denke, ganz ehrlich, auf den... der Fernkampf, den kann ich erstmal bewusst ignorieren, weil ich der Meinung bin, der bringt noch nicht so viel. Überleben ist meiner Meinung nach gut, aber Nahkampf finde ich auch noch gut. So... Erfordert eine zusätzliche Fertigkeit. Stellt für den Nahkampf Ausdauer wieder her. Das ist eigentlich auch ganz nett. Was ist dann am Ende? Stiefelmesser-Kombos richten doppelten Schaden an. Das finde ich halt ein bisschen doof, weil ich würde gerne immer... Ja, gut, aber wenn wir mal nichts haben. Guck mal, schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Ja. Bei einem Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Klingt auch okay. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Ausdauer-Cocktails. Längere Kombos mit Nahkampfangriffen, das ist nett. Die Chance auf kritische Eliminierung bei Menschen, Schwärmern und Krabblern, das ist auch nett. Erhöht den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkämpfern, das ist richtig gut. Einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen. Okay, oh Gott, da kommen noch richtig große. Also ich würde sagen, wir spezialisieren uns auf, dieses hier, erhöht die Ausdauerregenerationsrate, oder war das das? Nee, verbessert die sofortige von Schrott, bei Madra, erhöht die Menge an Fleisch von Tieren, erhöht die Reichweite von Überlebenssicht. Also ich fand das hier, glaube ich, erzeuge weniger Lärm, Ausdauer wieder geringer Gesundheit und zusätzlichen Adrenalinstoß. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal vielleicht beim Nahkampf, dass wir das hier bekommen. Das klingt nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, wir werden jetzt hier mehr Saft uns kaufen. Mehr Saft gemeistert. Greife mit L1 auf das Überlebensrad zu, wähle einen Ausdauercocktail aus und nutze ihn mit R2. Ausdauercocktails verleihen einem Ausdauerboost und erhöhen die Rate der Ausdauerregeneration. Okay, Fertigkeitsstufe 2 freigeschaltet. Und das werden wir dann direkt mal machen, würde ich sagen. Längere Kombos mit Nahkampf. Aber das ist eigentlich auch ganz nett. So Ausdauer durch Nahkampfeliminierung finde ich auch nicht schlecht. Aber wir machen erstmal das. Yes, noch ein Spruch. Kieferbruch gemeistert. Drücke R2 wiederholt, um Kombo-Angriffe auszuführen. Da brauchen wir noch eine zusätzliche Fertigkeit. Dann würde ich hier nämlich auch weitergehen, um ehrlich zu sein.
Aber wir haben jetzt leider keinen Fertigkeitspunkt mehr. Was ich gut finde, ist, dass diese Ränge hier nur davon abhängig gemacht wurden, was wir vorher geskillt haben. Das heißt also, beziehungsweise, dass wir vorher halt ein paar Punkte in dem vorherigen Level ausgegeben haben. Oder allgemein hier in diesem. Weil dann könnte ich, und das ist zum Beispiel nicht, dass wir das skillen müssen, damit wir das machen können. Das finde ich geil. So, okay. Dann haben wir jetzt auch erstmal geskillt. Dann würde ich jetzt sagen, liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Days Gone wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.